gemütlicher Atmosphäre sitzen wir nach der Show noch zusammen, wie wir am Dienstag immer machen, 9 nach 9. Gerne mal einschalten bei Facebook und YouTube natürlich. Mit dabei heute Vera Deckers, und leider krank. Ich bin mit dabei, Heinz Gröning, der unglaubliche Heinz. Und unser Gast heute ist Helmut Seitenschneider. Nein, nein, das stimmt nicht. Aber ich habe das früher immer gedacht und das war mein Fehler immer. Helmut Sanftenschneider, ja, natürlich. Aber du glaubst gar nicht, wie viel aus meinem Namen schon gemacht wurde. Also deswegen, ja, sag doch mal, was denn noch? Wanzenschneider. Oh Gott, das hättest du mir nicht sagen dürfen. Schön fand ich auch mal, wie ich war ich an der Reinigung und habe Sachen abgeholt und dann guckt sie so nochmal auf den Schein, um meinen Namen zu lesen. Und dann sagt sie, hier, was kriege ich noch von Ihnen her? Von Stauffenberg? Von Stauffenberg aus Sanftenschnall. Oh. Also es wurde alles schon, ja. Adelig doch, geworden. Hat mich adelig gemacht, also es wurde alles schon rausgemacht manchmal. Ich bin ja froh, wenn der Vorname schon stimmt. Also das wäre gut. Ich finde das aber auch wahnsinnig. Ich habe auch immer diese Namen vor Ballhornung. Wir hatten es ja sogar in der Show heute drin. Das sind keine Erfindungen. Also der ungläubige Hans. Eine Anmoderation. Und es wurde sogar noch mal getoppt. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo, und da sagte einer sowas wie der joviale Jupp. Das ist nee, ne? Und ich habe es ihm dann gesagt, also das war so eine Show mit Moderation, nichts Großes, was Kleines, ja. Habe ihn sogar auf der Bühne berichtigt und der ist dabei geblieben. Der hat immer wieder hier... Ist denn so ein Name, das frage ich mich manchmal bei Helmut Sanftenschneider, die Leute, wenn die mich irgendwo sehen, die können sich den Namen nicht merken, wenn sie mich nicht kennen. Ne? Ist so ein Name letztendlich auch... vielleicht entscheidend dafür, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, Johann König, der hat sich vorher mit CH am Ende geschrieben. Mhm. Dann hat er, obwohl er schon bekannter war, hat er nochmal den Namen in König, wie man das halt vom König kennt, umgeändert. Also wie wichtig ist eigentlich so ein Name, dass man dafür eine Karriere... Und das ist ja auch ein Künstlername, ne? Ist auch ein Künstlername, ja, genau. Er heißt ja eigentlich Johannes Köhn, ne? Ja. Und hat mir psychologisch erklärt, er habe das ein Is weggenommen und ein Ich ergänzt, was das über ihn aussagen würde. Ja. Das haben wir dann gar nicht weiter vertieft, aber spannend eigentlich, ja. Ja, wäre interessant gewesen. Ihr hattet wahrscheinlich schon zu viel getrunken. Wir hätten es vertiefen können, genau. Ja, da habe ich irgendwie Glück. Bei mir ist es meistens dann irgendwie... Kann man sich gut merken. Decker, Bäcker oder sowas höchstens. Ja. Aber viel mehr kann man da auch nicht verhunzen eigentlich. Ich glaube, dass... Aber dafür werde ich ja ständig verwechselt. Wenn irgendeine blond ist, dann bin ich das. Also wenn dann, irgendeiner eine Glatze hat, bin ich das. H.G. Butzko spielt an der Gitarre, sage ich nur. Ein Artikel über uns im Kölner Stadtanzeiger mit einem wirklich sehr schönen Bild von Heinz an der Gitarre und mit dem Titel H.G. Butzko spielt an der Gitarre. Dann haben wir das angeprangert und dann habe ich alle Namen nochmal korrekt rübergeschickt, denn unter anderem stand in dem Artikel auch etwas von dem lieben Kollegen Roberto Campioni. Ich fand auch mal schön, ich hatte mal... Und pass auf, ganz kurz. Und dann haben sie den Artikel geändert beim Kölner Stadtanzeiger und dann stand unter dem Bild von Heinz Gröning, Johann König spielt auf der Gitarre. Nein. Ja. Nein. Also ich fand auch mal schön, irgendwie in einer Show hatte ich Robbie Pavlik, also Bademeister Schalupke, und Heino Trusheim. Und dann stand hinterher unter dem Bild von Bademeister Schalupke in seiner Paraderolle als Bademeister Schalupke Heino Trusheim. Und wenn man den Heino kennt, keine Rollen, kein Instrument. Das war auch da muss man den Zuhörern sagen, Heino Trusheim ist ein... Man könnte schon fast sagen, Diktator der reinen Stand-Up-Comedy, der wirklich auf allerhöchster Ebene dieses vertritt. Ich will keine Rollen spielen und so. Und auch kein Instrument, wobei er ja, ich weiß nicht, ob das wisst ihr sicherlich, Heino ist ein toller Gitarrist. Der hat ein Jahr in Arnheim Jazzgitarre studiert. Und ich kenne ihn noch, wo er anfangs Nummern gespielt hat mit Gitarre. Das war toll und dann hat er es irgendwann geändert und nimmt keine Gitarre mehr. Was ich persönlich nicht verstehen kann. Ja, das wäre also, komisch, wenn du es verstehen würdest. Ja. Also ich finde es doch Quatsch, auf so ein Skill zu verzichten. Warum? Ja. Nur weil es da die reine der leeren Stand-Up gibt. Kann man auch sagen, so jetzt mal eine halbe Stunde Stand-Up und dann spiele ich halt Gitarre. Genau. Ich finde es auch immer so ein bisschen, aber das ist ja wieder, wie man da rangeht, auch so ein bisschen unverschämt gegenüber dem Publikum, denen das vorzuenthalten. Weil das ist doch was Schönes. Da freuen die sich live drüber. Jetzt nicht Fernsehtypen und so. Denen, die wollen ja immer so eine klare Figur, ganz eindeutig. Aber das Publikum ist doch froh.
wenn da. Also, was noch ich verstehen was kann, mein Kollege Ole Lehmann zum Beispiel kann ja fantastisch singen, ausgebildeter Musicalsänger, der ging dann immer mit Techniker auf Tour und hatte dadurch immer viel Aufwand. Konnte so viele von den Läden, wo ich sage, ach, den kann ich mal mitnehmen, die haben irgendwie nur ein Mikro und brauchen nicht viel, aber Mörderstimmung konnte der gar nicht machen. Und natürlich zahlst du ja noch immer extra und so. Und der findet das ja zum Beispiel jetzt eine große Freiheit, einfach nur ein reines Stand-Up-Programm zu machen. Aber grundsätzlich habe ich, als jemand, der nur Stand-Up kann, ich habe Geige gelernt und das nicht besonders lange und nicht besonders viel geübt. Das heißt, ich kann nichts extra sozusagen. Und ich habe euch immer beneidet, euch Musiker, weil ich immer denke, du hast dann einfach wirklich noch das Ass im Ärmel. Beim Open-Air-Auftritt, wenn keiner zuhört, ist es einfach mit Stand-Up auch noch mal gnadenloser, als wenn man einen Song spielen kann, oder? Ja. Ich meine, ich kann die Grundlage verstehen, dass Leute, die jetzt einmal Stand-Up machen und sagen, ja, dann kommt jemand mit einer Gitarre oder einem Klavier, sozusagen die Stimmung auf sich ziehen kann, und man diese Kunst des Stand-Ups dadurch jetzt nicht richtig präsentieren kann oder der andere ist in meinem Vorteil. Also ich verstehe schon ein bisschen den Gedanken. Aber ich finde das aber gar nicht, dass man im Vorteil ist. Das ist einfach, dass, wenn man jetzt die reine Stand-Up-Lehre nehmen würde, dann präsentiert sich auch ein Individuum als das, was es ist. Ja. Und ich finde auch mit Musik oder wenn du halt dann irgendwie so ein Stand-Upper, der voll das knallt und voll bei den Leuten ist, wie so ein Mario Barth oder was weiß ich, der das dann wirklich Maxi Stettenbauer, da kannst du mit deiner Gitarre nichts mehr machen. Weißt du, ja, ja, klar. Das ist einfach auf einer anderen Art und Weise dann wieder, aber da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, hintenrum ja so bei den Leuten ist und kennt ihr das? Ja, ja. Und das ist auch wieder eine ganz andere Art von... Ja, aber da brauchst du schon eine hohe Gagdichte und ich weiß, dass mein Ziel immer war, dass ich die Reaktion haben will, wie die Leute die Musik auf der Bühne machen. Das war tatsächlich so ganz am Anfang, habe ich gemerkt, so, boah, als Stand-Upper, da musst du schon eine hohe Gagdichte haben, dass du da mithalten kannst, weil es eben auch immer noch mal so eine emotionale Ebene hat, wo du als Stand-Upper die Leute sehr abholen musst, dass die so richtig bei dir sind, was du mit Musik einfach schneller erzeugst. Und das war aber dann auch ganz schnell erklärtes Ziel, ich will auch die Reaktion und den Applaus, den die Musiker kriegen, tatsächlich. Also guter Ansporn. Ja, ja, und wobei ja auch die Frage ist, ich meine, was bleibt langfristig hängen? Also das ist ja die kurzfristige Reaktion, wenn du mit Musik was machst und dann kannst du die Leute schnell animieren, zu reagieren, aber was langfristig hängen bleibt, das ist ja nicht die kurzfristige Reaktion, sondern das ist vielleicht dann gerade das Wort oder wenn du dann irgendwie einen tollen Stand-Up hast. Ne? Und auch vielleicht jetzt nicht die Reaktion sofort kriegst, aber was vielleicht letztendlich länger hängen bleiben. Ja, aber ich bin da wirklich zum Beispiel wirklich süchtig nach diesen vielen Lachern. Also ich habe auch so lange, war ich Opener bei Quatsch Comedy Club, bis ich dann Headliner wurde, immer als Erste raus nach höchstens 8 Minuten Moderation und ich hatte immer den Ehrgeiz, dass ich dann einfach die Leute ganz, ganz oben haben will und das geht dann halt wirklich nur, wenn du irgendwie ich habe dann immer einfach keine Geschichten mehr erzählt, sondern aus jeder Geschichte die 2, 3 besten Gags rausgenommen und einfach bam, 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 bam. Aber das ist einfach ja, auch aber eine persönliche auch Vorliebe. Höher anzuwerten, also wenn du jetzt sag ich mal, als Erster rauskommst und hast schon so fette Lachen, dann ist das für mich viel, viel höher zu bewerten, als wenn jemand am Ende spielt und setzt sich quasi auf die Stimmung drauf und hat die gleiche Reaktion. Also dann ist der angefangen hat, ist für mich viel, viel stärker in dem Moment. Ne? Das stimmt. Ich freue mich jetzt auch immer, wenn es dann eben einen starken Opener gibt, wo ich sagen kann, toll, gut gemacht. Aber ich genieße es auch ganz ehrlich, mich ins gemachte Nest zu setzen, weil dafür habe ich das auch so lange gemacht und das ist dann auch mal schön. Na klar. Ja. Ich habe auch abgeliefert. Also ja, genau. Wobei das ist eigentlich auch ein Kompliment, finde ich. Also ja. Wenn man da. Ja, viele denken ja noch, wenn du anfängst, dann bist du vielleicht nicht so gut wie derjenige, der jetzt aufhört. Wenn ich so eine Show einteile, denke ich immer komplett anders. Das ist irgendwie, also du musst ja am Anfang jemanden haben, der stark ist, sonst haben es die anderen ja schwer, ne? Wenn du jetzt. Dass du eher denjenigen, wo du nicht sicher bist, irgendwie in die Mitte setzt oder so. Ne? Mhm. Oder die Frau in die Mitte. Das ist auch ein Klassiker, was ich erlebe. Wir haben nur eine Frau, die tun wir in die Mitte. Und was jetzt zum Beispiel auch wirklich so war, weil wir ja vor kurzem auch Knacki Deuser hier hatten, bei Nightwash war es zum Beispiel wirklich so, es gab ganz am Anfang pro Staffel eine Frau. Mhm. Und dafür war ich mal mit Matthias Seeling in einer Show und wir hatten beide das Thema Liebeskummer. Und das war total bescheuert. Also muss ich ehrlich sagen, dafür, dass man ja vorher kurz irgendwie abspricht oder eigentlich immer klar ist, was die Leute machen. Also die haben quasi darauf geachtet, dass nicht mehr als eine Frau irgendwie da ist. Aber dafür war es thematisch dann, hat sich es dann gedoppelt. Also, ja, das ist auch bekloppt.
Es ist ein bisschen besser geworden, aber ja. So ganz, ja, ganz entspannt ist das Thema leider immer noch nicht, finde ich. Ja, ja. Aber es wird besser. Ich meine, das ist ja immer so, ich finde ja Entwicklung, also ich meine, beim ganzen Thema haben wir schon das Gefühl, es gibt eine Entwicklung und es wird darüber geredet und das ist wichtig. Also das ist einfach... Wir haben gerade so eine Situation, da ist gerade die gleiche Diskussion. Ich bin in so einem Ausschuss von einem Wettbewerb und dann sind zufällig, also ohne dass wir eben eine Quote eingemacht haben, waren 3 Männer und 3 Frauen im Finale. So, und jetzt hat eine der Damen musste absagen und der nächste Nachzügler wäre ein Mann. Und jetzt ist die Frage, und 2 weiter, die nachkommen würden, wäre eine Frau. Und jetzt war die Diskussion, ja, sollen wir jetzt eine Frau reinnehmen, damit wir 3 Männer, 3 Frauen haben? Gerechterweise müsste ja der nachkommen, der als nächstes dran ist. Finde ich auch. Und diese Diskussion ist geil. Sagen manche, ja, aber 3 Männer, 3 Frauen und das wäre dann gerecht. Manche, also was ist da jetzt gerecht? Ja, das finde ich, sowas zum Beispiel finde ich nicht. Da finde ich ganz genau, das finde ich auch. Gerecht ist der, wer der nächste kommt. Was ich, glaube ich, eher immer noch nervig finde, ist so ein Sexismus, wenn du dir eine Show anguckst, wenn du eben reingesäppt, da war wieder irgendwie Deutschland sucht den Lutz, die Comedian Deutschlands, nach Bundesländern. Und dann waren halt irgendwie die Männer aller Couleur, würde ich mal sagen, von dick, dünn, hässlich, einigermaßen attraktiv bis ganz gut aussehend, alles vertreten. Und bei den Mädels waren irgendwie 3 sehr schöne Frauen unter 30. vertreten. Und ich weiß ja zufällig, dass es sehr, sehr, sehr viele lustige Frauen gibt, seit wir Sisters of Comedy machen, weil ich die auch wieder mehr im Bewusstsein habe, weil wir sind uns ja vorher gar nicht begegnet. Das heißt, das hatte man teilweise gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Wir eben in der Sendung Katie Freudenschuss gehabt und so weiter. Camilla de Feo, es gibt so viele. Dagmar Schönleber war schon hier. Und ja, und das ist tatsächlich was mich dann ärgert, weil das dann sozusagen, die müssen das dann präsentieren und ich denke, nee, das Bild ist doch tatsächlich sehr viel, wir sind auch sehr viel breiter aufgestellt und sehr viel, also es gibt eine sehr viel größere Variation. Ja. Und wenn jetzt jemand Comedy nur von zu Hause konsumiert, vom Fernseher und nur solche Sendungen sieht, dann kommen die zu mir und sagen, ja Frau, also komisch, also so dich fand ich ja wirklich, weil sonst finde ich Frauen nicht lustig oder so. Und das nervt und da habe ich wirklich, es tut sich was, aber dafür, dass ich es 20 Jahre mache, muss ich ehrlich sagen, ich hätte doch gedacht, dass die Entwicklung ein bisschen zügiger vorangeht. Ja. Ja, aber da hast du halt, aber das liegt da schon in dem, also im Live passiert das ja, finde ich. Also im Live, finde ich, wenn du eine Show machst, wenn ich eine Show mache, da wird eingeladen, wer lustig ist. Ich habe auch noch nie eine Frauenquote. Ich finde das absolut bescheuert. Und wenn du 3 Frauen können, dann können 3 Frauen. Was ist das für ein Schwachsinn, da muss eine Frau dabei sein. Dass das irgendwie. Aber das war früher wirklich gang und gäbe, dass die Leute gesagt haben, wir haben ja, das kenne ich von ganz vielen Kolleginnen, dass sie sagen, ich habe ja schon eine Frau. Aber das ist auch Sexismus. Ja, das ist dieser Sexismus. Versteckte Sexismus und 3 hübsche junge Frauen, die vielleicht nicht so lustig sind, aber gut aussehen. Was ist das denn für eine sexistische Scheiße? Weißt du, also wo du sagst, was soll das? Ich verstehe es nicht. Das ist einfach, da kommst du an so einen Punkt, wo du dann aber auch so Mauern triffst, wo du, ja, ist aber so. Weißt du, oder wenn du das dann jemand vermittelst, dass du sagst, ich lade jetzt nicht immer eine Frau ein, das ist mir zu doof. Also dafür lade ich aber auch mal 3 Frauen ein, wie das gerade kommt. Ist ja je nachdem, wie man Shows besetzt hat, ist auch, ach, mit wem hast du gerade gespielt, mit wem bist du vielleicht gerade unterwegs. Ja. Das sind ja so viele zufällige Dinge und wer kann auch gerade? Also dann müsste man ja noch wieder länger suchen, bis man, das ist ja totaler Quatsch. Aber das war zum Beispiel auch mit der Grund, dass auch in der Show jetzt tatsächlich sind mir auch erstmal viel mehr Kollegen eingefallen, weil ich natürlich die halt auch in den letzten Jahren häufiger getroffen habe. Naja. Und tatsächlich meine Freunde manchmal, ja klar, ne, jetzt hier, ach Mirja Regensburg, na klar, ja hier Barbara Ruscher, aber ich kann das wirklich auch, wir sind seit zweimal in 20 Jahren miteinander aufgetreten, das heißt, ich habe die teilweise eben auch nicht so auf dem Schirm. Ja, selber und nicht, ja, obwohl ich die toll finde. Ne? Wie du eben ja gesagt hast, man lädt ja die Leute ein, die man kennt, die man häufig gesehen hat, wo man weiß, also es geht mir ja genauso. Also ich lade ja auch am liebsten Leute ein, wo ich weiß, das ist auch hinter der Bühne toll. Ne? Das ist ja wie eine Geburtstagsparty ungefähr. Und deswegen lade ich euch ja auch so gerne. Ja, und deshalb bist du auch hier. Niemals zu einer Show eingeladen, wo Helmut auch eingeladen wird, weil da haben wir schon Gitarrenspieler. Ja, ja. Genau das Gleiche. Das ist, also, aber wir spielen natürlich oft zusammen,
weil dir das ja auch egal ist. Ja, natürlich. Ich meine, ich war auch schon, aber auch ganz, ganz selten natürlich mit dem Klaus Renzel zusammen. Und wenn Klaus und ich in einer Show sind, ist das immer der Hammer, weil wir beide dann zusammen so ein Flamenco spielen. Ne? Super. Und das ist immer für die Leute total super. Und da ist auch der falsche Gedanke, oh, wir haben schon Gitarristen. Klar gibt es da Überschneidungen. Aber wenn man was zusammen macht, das hat ja nochmal einen Mehrwert. Ne? Das haben die Leute manchmal dann auch nicht am Schirm. Aber ja, und gerade, also ich sag mal, du und Heinz, ihr seid ja nun wirklich sehr unterschiedlich, so vom ganzen Typ und von der ganzen, von allem, was ihr macht. Auch, aber ich war auch noch nie im Quatschclub zusammen mit Achim Knorr. Oder weißt du, der hat eine Gitarre. Ach so, ja. Und das ist eine. Und das ist ein netter Kollege, den man auch gerne trifft. Mhm. Aber. Wo du das sagst jetzt? Den mussten wir einladen, damit wir den mal wieder sehen. Genau. Weil Jürgen Scheugenflug dem das auch egal ist. Weißt du, wo du sagst, komm, ihr könnt beide, kommt da einfach, ist doch scheißegal. Aber der meint, der hat das dann auch so erklärt, ich habe lange hin und her überlegt, zweimal Gitarre, so, zwei Welten. Und sowieso, ich finde sowieso, ist doch schwer, Komiker zu vergleichen, auch jetzt Klaus Renzel und du, ihr macht was anderes. Also ist ein komplett unterschiedlicher Ansatz. Ja. Wir machen was anderes, obwohl wir eine Gitarre haben, auch Stand-Upper. Also ich finde Stand-Upper dann spannend, wenn die was anderes machen. Manchmal machen wir so Stand-Upper, wo dann irgendwie nur neulich bei IKEA, das Bahnfahren ist sehr anstrengend. Männer und Frauen, genau. Wo nur das Gesicht ausgewechselt wird, aber wo ich dann immer denke, ja, da reichen dann auch 5 Minuten. Also wenn da keine Individualität da ist. Ja. Aber ansonsten ist doch jeder ein Individuum und unterscheidet sich schon allein deshalb komplett vom anderen. Das ist ja... Ja, es ist ja die Persönlichkeit letztendlich, die entscheidend ist, ne? Die auf die Bühne kommt. Wenn du dann 3 Persönlichkeiten hast, egal ob die 3 mal eine Gitarre haben, aber es sind 3 unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das ist ja letztendlich, was man als Zuschauer auch sieht, jetzt nicht den gehörten Gag, sondern die Person, die da steht. Ne? Bist du denn letzten Endes über die Musik zur Comedy gekommen oder wie war das bei dir? Ja, also es war Musik, ich komme definitiv von der Musik. Und es war aber damals schon so, dass ich bei den Ansagen von den Bands oder wenn ich so in Ensembles gespielt habe, musste ich immer die Ansagen machen, weil da die Leute dann auch gelacht haben. Ne? Mhm. Da war immer, nee, du machst die Ansagen. Und dann haben mir damals aber schon Leute gesagt, hör mal, du musst mal irgendwas in dieser Richtung machen. Mhm. Und dann hatte ich halt das Glück gehabt, dass ich quasi ein paar Schritte umgehen konnte, indem ich dann das Angebot über einen Kollegen von mir, von Johann König, bekam. Dass ich letztendlich 4 Jahre mit ihm auf Tour war und dadurch natürlich viele Leute, da habe ich euch ja auch kennengelernt, im Wohnzimmertheater, auch durch den Johann und musste jetzt vielleicht einige steinige Wege nicht gehen. Hinterher dann wieder, wie ich ohne Johann unterwegs war, wo ich dachte, da dachte ich immer, du kommst auf die Bühne und machst nur und schon lachen die Leute. Und dann habe ich festgestellt, ach nee, das geht gar nicht so. Ach, da musst du auch was bieten. Ja, und das hat dann wieder ein bisschen gedauert, aber sage ich mal, letztendlich, ist ja immer so, im Nachhinein ergeben ja viele Sachen Sinn und so war das dann auch gewesen. Also Musik ist so meine Grundlage, aber so der Humor war auch schon immer da gewesen. Und was hast du bei Johann im Programm? Also du warst dann Vorprogramm und da hast du dann ihn aber eher musikalisch begleitet? Ja, wie war das genau? Ich kam immer am Ende von jedem Set, war ich ja als die peruanische Zupfmaschine. Ich war dann als Peruaner ohne Beinkleid. Hattest du dieses schöne Outfit dann auch an? Genau. Kannst du das mal bitte beschreiben? Ja, ich kann es beschreiben. Also ein Poncho, der mir über die Knie, also der mir knapp über die Knie geht, keine Hose, rote Lackschuhe. Also über den Knie. Über die Knie. Nicht auf der Hälfte des Oberschenkels. Auf der Hälfte des Oberschenkels. Ja. Ich trug natürlich... Und Helmut hat sehr schöne lange Beine, wenn ich das mal verraten darf. Und dann hatte ich noch eine Pudelmütze mit einem roten Bommel, der mir beim Spielen immer runterfiel. Und meine Lieblingsszene beim Johann war immer, wie ich das erstmal auf die Bühne kam, er kündigte mich halt an, so und jetzt freue ich mich hier aus der Zone, also aus der Fußgängerzone, meine peruanische Zupfmaschine Helmut Sanftenstein. Und dann kam ich in diesem Outfit auf die Bühne und der Johann hat so seine Hand vor seine Augen gehalten, hielt mir das Mikro so hin und so standen wir erstmal eine Minute und sagte, ja, ehe wir uns verquatschen, sollen wir jetzt mal... Aber allein diese Minute, wo nichts passiert, wo die Leute mich nur sehen und das Mikro ist da und du merkst es so, wie sich die Lacher so langsam multiplizierten, das war immer sehr schön. Ja. Ja, toll. Ja, Johann war ja quasi Premierengast bei uns am 21.04. Da haben wir uns natürlich auch sehr gefreut. Und wie war es dann? Dann hattest du quasi danach dein erstes Soloprogramm oder wie hat sich das dann entwickelt? Ja, dann habe ich erstmal in Mixshows gespielt und also Nightwash und diese Sachen.
Und dann war, wo wir eben, wir sprachen ja in der Videoshow, sprachen wir so auf, das war auch ein Auftritt, der blieb mir hängen, weil dann die Leute kannten mich von Johann König, da war von der Sparkasse Witten. Mhm. Er hatte mich gesehen und hörte, dass ich jetzt auch solo unterwegs bin und hatte mich engagiert für eine Gala, dreiviertel Stunde. Ich hatte vielleicht 10 Minuten Programm und sagte, gib 1.000 Euro. Geil, mache ich. Ja. Ne? Und dann war das halt vor Jugendlichen, 16 bis 20 Jahre alt. Ich hatte 10 Minuten Programm und dann saßen in dem Raum 300 Jugendliche. Und dann ging mir zum ersten Mal, wie ich die dann alle saß, und dann habe ich versucht, 10 Minuten auf 45 Minuten zu strecken. Ich sag mal, nach 10 Minuten war der Saal halb leer. Nach einer halben Stunde saß keiner mehr da. Und anschließend kriegte ich einen Anruf, wir zahlen sie nicht aus. Also da dann, boah, ja, ja. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist ja krass. Das war wirklich krass. Und das war aber auch eine gute Erfahrung, weil ich kam so von dem Dingen, du kommst auf die Bühne, Johann, denke, ach, das ist ja einfach. Und kriegst dann richtig einen auf die Fresse. Und da war so der Punkt, machst du weiter, wegen dieser schlechten Erfahrung, dann machst du oder hörst du auf. Und ich habe weitergemacht und das war gut. Also ich kenne ja einige Freund von mir, der ist komödiantisch so begabt, aber der hält es nicht aus, wenn er mal was verkackt. Ne? Und ich finde ja, um weiterzukommen, dieser Moment, ich meine, das habt ihr ja auch bestimmt, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann. Ich finde, das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Ich erinnere mich noch mal an Matthias Jung, der bei der offenen Bühne beim allerersten Auftritt so dermaßen abgekackt ist, dass du denkst, nee, und der hatte auch immer, war immer Outdoor, hat immer schön angeliefert und dachte, jetzt gehe ich mal dahin und erzähle die Witze selber, hat halt irgendwie 2-3 Sachen nicht richtig eingeschätzt, aber dann ist er nach Hause gegangen, nächste Woche wiedergekommen, dann war es so lala und dann ist er nochmal wiedergekommen und dann war es schon ein bisschen besser. Ja. Und so lernt er halt, wie willst du anders lernen? Also ich finde es eher umgekehrt schwierig, wie so ein Johann, der ja quasi, glaube ich, von Anfang an durchgestartet ist. Das stimmt. Und der für mich so im Gefühl dann später mal gemerkt hat, wie ist das auf einmal, wenn da jetzt an anderen Orten andere Menschen sitzen, vielleicht auch mal Gala-Publikum, Leute, die mich nicht lieben, nicht städtisches Publikum, was auf diese Art von Humor total abfährt. Und dann hat man auch gemerkt, wie sich das verändert hat, wie das kommerzieller geworden ist oder mainstreamiger, wo du sagst, jetzt hat er gemerkt, jetzt funktioniert es auch im Land. Weißt du, so, wo, nein, wenn die... Aber der hat natürlich ein unglaubliches Talent und unglaublich gut, aber das ist halt so eine Entwicklung, wo du sagst, ja, so ist es aber. Ich fand zwar dieses Städtische lustiger, aber mach's halt nicht, wenn du dann, du willst ja, das hat immer funktioniert und dann findest du halt irgendwann deinen Weg. So, ne? Also, dass man kämpfen muss nach schlechten Auftritten und dass einem das nicht egal ist, das finde ich auch ganz normal. Ich wünschte mir im Nachhinein, ich hätte es nicht so persönlich genommen. Ich habe es am Anfang schrecklich schwer genommen einfach. Also ich glaube, wenn ich nicht auch von Anfang an wirklich die Auftritte gehabt hätte, wo es wirklich so gut gelaufen ist, dann weiß ich auch nicht, ob ich nicht dann direkt gesagt hätte, nee, dann kann ich das auch nicht oder so. Ne? Ja. Also ich hatte zu Anfang direkt gute Auftritte, Leute haben gesagt, da ist was, das funktioniert so. Ne? Und dann hat man ja irgendwie was, wo man denkt, okay, da will man wieder hin, dieses Gefühl will man wieder haben, dass es funktioniert. Und trotzdem, ich habe mich da eher so selbst zerfleischt, wenn es schlecht lief. Und es hat echt sehr, sehr lange gedauert, bis ich mir, also viele Coaching-Gespräche von meinem lieben Kollegen Matthias Seeling, Vera, du musst durchhalten, Vera, du bist super und so. Und das war wirklich, so was braucht man noch. Hattet ihr genau? Ich hatte ja Matthias Seeling, wir haben zusammen Comedy-Schule gemacht und das war mein Comedy-Buddy und wir haben uns immer angerufen nach schlechten Auftritten und uns gegenseitig aufgebaut. Hattet ihr auch eigentlich so jemand? Erstmal Helmut, hattest du einen Comedy-Buddy? Also das wäre vielleicht der vierte Grund gewesen, weswegen ich meine Frau geheiratet habe. Also, oh, die ist auch toll. Also sie ist jetzt nicht mein Comedy-Buddy, weil sie macht ja kein Comedy, aber sie hat mich schon immer aufgebaut. Natürlich kenne ich das auch und sag ich mal, das ist ja das eine, der Verstand sagt, wenn man macht weiter, es ist schiefgelaufen, aber trotzdem, die Gefühle sind ja trotzdem da. Mm. Ne, dass du irgendwie dich scheiße fühlst und schlecht schläfst nach einem blöden Auftritt. Aber ich meine, das sind auch oftmals so Gespräche backstage gewesen, wenn man dann festgestellt hat, ach scheiße, den anderen geht es ja genauso. Ne? Mm. Wenn man so darüber, und hinterher war es ja auch ein Wettbewerb, wer hat den schlimmsten Auftritt bei Gala-Veranstaltungen gehabt, das machen wir jetzt noch backstage, ne? Das ist immer die schönsten. Keiner unterhält sich über einen geilen Auftritt, sondern immer die Auftritte, die schiefgegangen sind. Das ist ja das Lustige. Okay, klar. Und mittlerweile ist dann so eine Hornhaut da. Und es passiert ja natürlich auch viel, viel seltener im Laufe der Jahre. Ne? Was passiert immer wieder? Es passiert natürlich. Wir haben hier ja die Karnevalskollegen, wir sind vor ein paar Jahren in den Karneval eingestiegen. Und das ist auf einmal so, du bist jahrelang dabei und dann wirst du wieder
umgebracht vom Publikum, ja. was halt, ja, aber einfach, ja, auch vollkommen verständlicherweise, wenn man nicht zuhört und schon so besoffen ist, dann kann man nichts mehr lustig finden. Also das ist die Grundlage unserer Existenz ist, dass dir die Leute zuhören. Aber das würde ich, glaube ich, sogar unterstreichen, um dir eine Hornhaut zuzulegen, sind Karnevalsauftritte perfekt. Ja, weil das dann der kommt direkt der nächste, weil du hast ja gar nicht lange Zeit, darüber nachzudenken. Ne? Weil da sind wirklich manche, also sind auch welche richtig gut gewesen. Ich mach wesentlich weniger. Sonst macht man sie ja nicht weiter. Sonst macht man sie weiter. Ja, ja. Aber es waren auch wirklich einige, waren richtig scheiße, wo du sagst, wo die Leute besoffen waren, wo die, wie ich schon ankam, unter dem Tisch gekotzt haben. Und wo ich dachte, das kann nichts werden. Ne? Also dafür bin ich auch immer noch zu dünnhäutig, das tue ich mir nicht an. Wirklich nicht. Ja, also, das ist halt, muss man ja auch nicht, Ist auch die Frage. Ja, viele wo wieder man, Knacki ist ja auch wieder ausgestiegen. Ja. Und wo man auch sagt, zu flach? Entschuldigung, können wir das hier mal bitte aufhalten? Flach genug. Also, wo wir gerade beim Thema eben waren. Noch nicht flach genug. Du hast die Geste nicht gesehen. Ich hab's gesehen. Können wir die Geste beschreiben? Es war sexistisch. War es sexistisch? Ja, ich glaube, es war sexistisch. Nein, aber das ist ja auch, wo man sagen würde, würde man auch nicht empfehlen, weil das wollen die ja gar nicht. Die haben natürlich irgendwie, wenn man da etabliert ist, kann man auch Stand-up machen, aber eigentlich wollen die Witze, das durchschauen die. Die brauchen keine Haltung zu verstehen. Das ist ja auch dieses, dass man das alles verstehen muss. Erst meckert man dann so über den Karneval, bla bla bla. Aber am Ende ist ja auch ganz klar, kriegst da einen nach dem anderen reingedeut und dann kommt noch eine Band und noch einer. Und eine Haltung musst du erstmal verstehen. Dafür brauchst du ein gewisses Aufmerksamkeitslevel. Ein Witz kann jeder immer verstehen. Da steht ein Mann an der Bushaltestelle, der eine ist schwarz, der andere ist weiß. Und dann kommt irgendwas Witziges. Weißt du, oder ich dachte, du hättest schon was vorbereitet. Nein. Und dann sagt der andere, ich komme hier gepunktet. Nein, gar nicht. Aber ich habe da auch Verständnis für, dass das Publikum das dann ja auch will. Und dass man ja auch, wenn man dann da sein will, sich auch irgendwie anpassen muss. Und das ist aber ein ganz langer Lernprozess. Das ist einfach hinfallen, wieder aufstehen. Und dass das dann nochmal so anstrengend ist, denkt man dann nicht, auch wenn man schon so lange dabei ist, letztendlich. Aber es ist so. Ja. Und das ist auch immer so, wenn du irgendwo hinkommst, wo dich keiner kennt. Man merkt das immer, ich habe immer mal wieder Leute, was weiß ich, die in Bayern berühmt sind, dann kommen die hier in eine Mixed Show und auf einmal so. Und dann ist das ein anderer Humor. Umgekehrt, auch wenn man nach Bayern geht, passiert auch das Gleiche. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, in meinem Solo als Intro, weil das Programm heißt ja, wenn die Narzissten wieder blühen. Und ich mache dann halt immer die ganz große Show als Intro, so nach dem Motto, ich bin so toll, feiert mich ab. Also eigentlich so ein bisschen wie du heißt. So, das breche ich aber dann sehr schnell und erkläre, was ich meine. So, und dann irgendwann war ich so in so einer Art Manege und dann bin ich einfach losgelaufen, habe alle Leute, so viele Leute angefasst, wie ich nur konnte. Und das war so schön, diese völlig überraschten Gesichter zu sehen, die einfach von mir, weil sie alle angetatscht, auch wie schön, dass sie da sind, wie schön. Ne? Und das ist zum Beispiel was, da habe ich gemerkt, das ist so albern und blöd, aber das ist so ein, und dann was wirklich bis zu den Füßen verbeugt immer wieder, ja, und so. Und das ist aber dann wirklich so ein Eisbrecher, weil die Leute erstmal, was ist mit der los? Die spinnt die, aber lustig irgendwie so, ne? Und das ist zum Beispiel was mir Daniel so in den letzten Monaten dann tatsächlich gefehlt hat, weil da hätte sich jetzt niemand gefreut, von mir betatscht zu werden, ja, in Covid-Zeiten. Ja, ja. Aber das ist, also ich finde, das ist ja auch das Schöne, dass man so nach und nach immer mehr so Werkzeuge an die Hand kriegt, wie man ja an die Leute rankommt, sag ich jetzt mal. Ja, oder seinen eigenen Weg auch findet, wo du sagst, gut, das haben wir heute ja noch, wenn man sich positiv darstellt, sollte man das, obwohl es eine Pointe ist, nicht umdrehen. Du hast ja gesagt, es gibt noch Restkarten, alle. Keine gute Werbung. Also es ist einfach zwar ein lustiger Spruch und dann holst du dir die Pointe ab, aber um natürlich da Leute zu motivieren, da hinzukommen, ist das ein ziemlich schlechter Spruch. Außer der Auftritt war so gigantisch vorher, dass es da auch nicht mehr drauf ankommt. Aber das ist natürlich, und wenn man sich beim Publikum bedankt oder sagt, das ist ja auch so, ihr seid ein tolles Publikum, das beste Publikum, als wir heute hier mit Bussen hinfahren konnten, dann ist es einerseits ein Lob, wo sich jeder drüber freut und dann kriegst du direkt wieder links und rechts eins rum. Das muss man als Komiker lernen, dass man das... Das nicht schön ist. Was einsetzt. Ja, das ist fürs Publikum einfach, du freust dich und wirst in deiner Freude
eingeschränkt, dann lachst du zwar, aber das ist nicht schön. Also was ich jetzt so als Mensch, der im Publikum sitzt, und das kann natürlich ein bisschen übertrieben und ironisch sein, aber es muss nicht so auf die Fresse sein. Am Ende sollte schon, weil es ist ja so, oder wenn es nicht so wäre, sollte man es nicht machen, weil ich finde, wenn man sein Publikum nicht liebt oder da nicht Bock drauf hat, dann gehörst du nicht auf der Bühne. Und dann kannst du es auch sagen. Dann kannst du natürlich ein bisschen übertrieben sagen, aber dann musst du nicht hinterher noch so, eigentlich seid ihr Arschlöcher. Ich mag auch, es gibt ja so viele Künstler, die das machen. Ich mag die alle nicht. Ich finde die alle doof. Weißt du, so aber Helmut, du bist ja so ein Schätzchen. Also bei dir kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen, dass dich irgendein Publikum, also das muss ja wirklich eine außergewöhnliche Situation sein, weil ich finde, du bist einfach, wenn du auf die Bühne kommst, man sieht dich und man findet dich sofort sympathisch. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du da Schwierigkeiten hast öfter. Oder wobei man ja immer sagt, ne, je mehr man spaltet, desto erfolgreicher vielleicht bist du. Ich meine, ich kann das ja nur so sein, wie ich bin. Ne, ich kann mir jetzt, ich glaube, das wäre auch du nicht bist authentisch, nein, jetzt, authentisch muss man sein. Ja, zu dir würde alles andere gar nicht passen. Ja, so. Ja, ja. Mhm. Nein, also ich glaube, das ist so, wie du sagst, also ich versuche es dann so zu sein, wie ich bin. Ich will gar nicht irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein Weg, sich selbst so wertzuschätzen, dass man nicht irgendwie einen besonderen Gestus oder seine Sprache verändert. Das, ich meine, es kommt ja, wenn viele zum ersten Mal auf der Bühne sind, dann klingen sie nicht so unbedingt wie sie selbst, sondern spielen selbst die Stand-Upper, die sagen, wir machen irgendein Stand-Up, stehen dann mit der Hand auf den Mikrofonständer und spielen letztendlich auch irgendein Louis C.K. oder so. Ne? Na klar. Oh, ich habe vorletzte Show habe ich bei Knacki meinen ersten Auftritt bei Nightwatch gezeigt und ich bin hochrot angelaufen, weil es so schlimm war. Die Stimme ganz anders, so richtig so auswendig. Und die Frisur, genau, ist ja aus wie ein Playmobil-Männchen, aber das ist noch was anderes. Aber einfach auch, so dieses Ganze so, und ich fand zum Beispiel am Anfang, ich war selber so unsicher, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass die Leute mich für arrogant halten, aber so ein bisschen diese Schutzhaltung und so ein bisschen dieses extra souverän rüberkommen, weil man eigentlich total Angst hat, da bin ich, glaube ich, arroganter rübergekommen als jetzt, wo ich eigentlich viel näher an mir dran bin und viel mehr einfach nur erzähle, was gerade so passiert ist, so, ne? Ja. Und das ist bei Stand-Upern manchmal so der Prozess, dass eigentlich so dieser Mut, bei sich anzukommen, das fand ich aber sozusagen für mich psychologisch ganz spannend, weil je näher ich an mir dran war, desto mehr Reaktionen bekam ich, also je echter ich war sozusagen, und das fand ich auch ganz schöne Entwicklung so. Das, ne? Das finde ich ja das Tolle an dem, was wir machen. Also weil ja letztendlich stimmt, wirst du ja honoriert, wenn du, je näher du bei dir selbst bist, desto mehr, desto größer ist, glaube ich, dein Erfolg. Ne? So ein Publikum merkt das, ob du eine Rolle spielst oder so, und also quasi auch eine kleine Therapie, der Weg von der ersten offenen Bühne dann bis zum zweiten, dritten Soloprogramm. Ne? Das stimmt. Aber ich muss dich noch mal kurz ansprechen auf dieses Projekt, was du mit La Signora zusammen hast. Weil ich sehe jetzt ganz oft so Roastings, ist ja gerade wieder so, Roasting ist ja ganz angesagt. Ne? Gibt auch mehr so Shows, wo so Kollegen sich gegenseitig in die Pfanne hauen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich hätte, glaube ich, zu viel Angst, irgendwas zu sagen, was den anderen kränkt, und hätte auch selber Sorge, dass ich irgendwie heulend von der Bühne renne. Aber ihr hattet ein Format, was ich so, ich weiß nicht, macht ihr das noch? Ich finde es so gigantisch lustig. Die machen quasi wirklich... Also wir haben es gemacht. Ja. Wir machen jetzt... Ja, ihr macht erstmal Pause. Also ja, jetzt im Moment geht ja nicht, aber bitte nehmt es wieder auf, weil ihr habt quasi so eine Art Wettkampf gemacht. La Signora, das Teufelsweib sozusagen, ist gegen dich dann immer angetreten. Und ihr habt dann so ein bisschen Männer, Frauen, ich muss das mal gerade erzählen. Ich finde das einfach so eine tolle Idee. Erzähl mal, wie ihr das gemacht habt. Ja, wir haben jetzt muss man natürlich wissen, gegen Carmela anzutreten. Also La Signora, heißt ja auf der Bühne, ist ja eigentlich sinnlos. Weil es auf der Bühne... Du warst super, nein, du hattest da, das ist dein Eindruck, also sie musste sehr kämpfen, bist einfach sehr, sehr gut, ja. Wir waren auch nah beieinander, aber sie ist natürlich auf der Bühne, ist sie eine Urgewalt, so in ihrer Rolle. Sie hat natürlich die Rolle, und im Durchschnitt sitzen im Publikum saßen 80% Frauen. Und sie wollte, ich hatte oftmals das Gefühl, ich will jetzt, die Frauen wollen mich sterben lassen. Es war ein bisschen manchmal so, dass ich gesagt, der stellvertretend für alle scheiß Männer wird der jetzt draufgehen heute Abend. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war dann, wir haben dann verschiedene Kategorien gehabt. Genau, so Spiele dann. Von Lip-Sync bis Let's Dance und Zumba.
und irgendwas und dann moderner Tanz, wo ich dann in dieser Strumpfhose war. Herrlich. Und das haben wir gemacht. Also ich sag mal, so mehr der Lächerlichkeit preisgeben konnte man eigentlich nicht. Und es war immer wirklich ein großer Spaß. Mhm. Und ja, und da ging es auch, was du gerade sagtest. Wir verstehen uns auf der Bühne nicht, aber hinter der Bühne verstehen wir uns total, Carmela und ich. Und deswegen konnte ich auch diese Beleidigung aushalten, die sie in ihrer Rolle macht. Ich konnte sie gar nicht beleidigen, weil irgendwie das konnte ich gar nicht rüberbringen, weil ich so gar nicht bin. Aber in ihrer Rolle ist sie natürlich so, dass sie so draufhaut. Und wo ich im normalen Leben sagen würde, hör mal, ich spreche nicht mehr mit dir, aber hinter der Bühne waren wir wieder die besten Freunde. Ne? Ist ja besser als andersrum oftmals. Ja. Und sie ist auch eine der ganz wenigen, die tatsächlich, falls sie jemand nicht kennt, Carmela de Feo unbedingt googeln, die tatsächlich auch privat ganz anders rüberkommen. Ne? Das ist ja bei uns eigentlich selten so ein bisschen, also ich meine, bei Heinz Gröning ist es natürlich auch extrem, weil ne, er wirkt ja also auf der Bühne immer so sehr selbstbewusst und dann dieser wirklich bescheidene Mensch. War mal zu Hause, ich werde nur kaum den Mund aufmacht. Keine Chance. Ja, Heinz, wie erklären wir denn deine Figur psychologisch? Komm, pack mal aus. Der Podcast nähert sich dem Ende, wie mir schon gezeigt wurde. Figur psychologisch gar nicht zu erklären. Ich fand das unglaublich faszinierend, dass ich habe das in den letzten Programmen immer gesagt, oder ich war am Ende von den Reaktionen darauf immer vollkommen überrascht, weil das für mich war das ganz klar, das war so eine Trump-Persiflage. Also die Figur ist entstanden, weil es gab irgendwie einen Kumpel von mir, eine ganz wahre Geschichte, wo er immer hier, ich bin der Größte im Bett und und ich denke, hey, ist der Größte im Bett. Irgendwann lernst du dann seine zweite oder dritte letzte Bekanntschaft kennen und die so, der konnte gar nichts. Ich habe das aber geglaubt. Und dass diese Behauptung viel wichtiger ist als das, was Realität ist. Und das fand ich so faszinierend und lustig, dass ich gesagt habe, das muss er halt mal auf den Punkt bringen und bis zum Ende durchziehen. Ich fand das auch nach wie vor wahnsinnig lustig. Fand das nur immer so schrecklich, dass er dann mal beim WDR ein bisschen so, ist ja der Frauenfeind. Ich meine, nein, was ich da mache, ist männerfeindlich. Habe ich nie so empfunden. Ja, aber es gab, einen Moment. Ich verstehe sowas überhaupt nicht. Ja, aber du hast dann so eine Marke, wegen das so, was soll das denn? Das ist doch, ich mache das Gegenteil. Und sind die so doof, kommen sich so schlau vor. Also weißt du, dann hast du irgendwelche solche Kultur, die einfach nicht richtig hingucken, die irgendwie nur einen Spruch wahrnehmen. Aber natürlich, wenn ich jemanden spiele, der frauenfeindlich sich darstellt, dann muss ich auch so einen Spruch bringen. Mhm. Aber dass ich mich dann natürlich in dem gleichen Augenblick selber lächerlich mache durch die Übertreibung und dann Mann-Typ, ich sage doch, keiner dieser Männer würde sich auf die Bühne stellen und über sich lachen lassen. Das ist ja das, was die gar nicht ertragen können. Mhm. Und da denkst du so, da musst du doch mal eine Sekunde nachdenken. Aber das war ja irgendwie, ich fand das super lustig und das immer weiter zu treiben, fand ich auch super lustig. Und irgendwann ist es dann so, denkst du, ja, man spielt immer noch so ein bisschen, aber irgendwann ist dann halt vorbei. Wo du denkst, da bist du jetzt auch dann zu alt für. Oder es ist auch langweilig, finde ich irgendwie. Wenn du es dann mal 6, 7, 8 Jahre gemacht hast, denkst du so, ja, gut, dem kannst du jetzt auch nichts mehr dazugewinnen. Aber das war eigentlich dieser spannende Hintergrund, diese eine Geschichte, wo man denkt, was ist das denn für ein komischer Mechanismus? Und dass der sich jetzt so in der ganzen Welt verselbstständigt hat mit so einem Trump, mit so einem Orban. Das sind ja alles genau solche kompletten Flachpfeifen, wie ich gespielt habe. Ich sagte, das kann doch nicht sein. Ich wollte sichtbar machen, wie scheiße die sind und nicht dafür sorgen, dass solche Typen jetzt ja auf eine Art und Weise die Menschen verführen, die ganz schrecklich ist. Wobei das ja auch bei mir dann erschreckend gut funktioniert hat. Wo du sagst, will man ja gar nicht sowas. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich immer eine Frage der Dosierung. Wir wissen inzwischen, dass sehr realistische Menschen auch eher depressiv sind. Das heißt, leichte Selbstüberschätzung macht tatsächlich erwiesenermaßen glücklicher. Ja. Deshalb sage ich auch immer, wir kommen ganz groß raus mit der Show und ziehe das einfach durch. Na, es ist tatsächlich so. Also das ist ja eigentlich schön, etwas zu positiv zu sein, ist gesund. Aber tatsächlich leider eben auch Leute, die völlig grundlos von sich eingenommen sind, die stecken damit halt auch andere an. Ne? Ja, können damit aber auch erfolgreich sein. Ja, oder wenn sie dann in einem Bereich das nicht sind, wo es
wo es auf Leistung ankommt. Ich glaube, in der Comedy wird das auf Dauer schwieriger sein, wenn du da keine Leistung bringst und nicht wirklich lustig bist. Aber in anderen Bereichen geht das, glaube ich. Wirecard oder sowas, die konnten auch nichts. Aber trotzdem haben sie Milliarden gescheffelt. Oder es gibt ja auch andere Bereiche, auch in der Politik eben, wo du sagst, ja, muss halt nichts können. Kannst du einfach behaupten und sind wir da bei diesem Trump-Beispiel alle Firmen in die Insolvenz gehauen und 100.000 Menschen um ihr Geld betrogen, aber trotzdem einen auf dickste Hose der Welt und 80 Millionen Menschen glauben das. Ich meine, mir geht es ja zum Beispiel auch ähnlich, wo wir, sagen wir, auch im Comedy-Bereich kann man da bleiben. Es gibt Leute, die sind so bescheiden und so großartig in dem, was sie machen, und wo ich immer so zwiespältig bin, wo ich immer einerseits denke, wenn sie jetzt anders wären, wären sie vielleicht noch woanders, teilweise gar nicht auf Facebook und so. Andererseits liebe ich sie gerade so, weil sie so sind, weil sie einfach liefern ab, aber müssen gar nicht groß reden. Ne? Ja, aber da bin ich ja auch wieder bei diesem Punkt, was ist denn dann Erfolg? Wenn er natürlich Erfolg nur in Geld misst, dann sind die vielleicht nicht so erfolgreich, aber wenn er in Erfolg misst, als ich bin mit mir einigermaßen im Einklang, kann davon leben, dann ist das für mich ist das viel mehr Erfolg als dieses und jetzt noch 10.000, 20.000, 30.000, aber immer unzufrieden. Ja. Weil es gibt ja immer nur eine Nummer 1. Und das heißt, alle anderen von denen, die gerne Nummer 1 wären, sind Nummer 2, Nummer 3 und die Nummer 1 bleibt auch nicht lange Nummer 1. Die wird irgendwann von einem überholt. Und Nummer 2. Und so jemand, der krankhaft ehrgeizig ist, ist dann wieder nur die Nummer 2. Da hat doch der Helmut, hast du nicht dieses tolle, hast du da nicht einen Song, einer besser. Hast du den, kannst du den zufällig, also ganz spontan? Oder? Zum Abschied. Bevor jetzt der Abschied kommt. Wir hatten ja in der Show ein paar Fragen, die Leute sich ausgedacht haben. Die konnten wir nicht alle stellen. So, dann haben wir die letzten drei. Hiervon haben wir noch. Welches Körperteil an dir magst du am liebsten? Die Nase. Die Nase, das ist sehr, sehr schön. Der Haken muss weg. Also das haben wir im Prinzip schon beantwortet. Wenn du jetzt die Wahl hättest, ein weltbekannter Musiker zu sein, der Millionen von Platten verkauft, würdest du sagen, kommen die weg oder? Also wenn du mich jetzt spontan fragst, wenn ich jetzt wählen müsste, ich glaube, das kann ich jetzt nicht wählen. Also klar fühlt sich das gut an, weltbekannter Musiker, aber ich glaube jetzt zu sagen, dafür verzichte ich auf das andere, ist auch ein Teil von mir. Ja gut, also super. Zu mir. Ja, so gute Antwort. Und wenn du dich entscheiden musst, Star Wars oder Star Trek? Ich glaube dann Star Wars. Star Wars. Ja, ich finde dich sehr unsympathisch. Nein, finde ich vollkommen okay. Ich bin halt eher trekkie. Aber egal. Jetzt die neue Horst, ich weiß, dass wir länger sind. Du musst mir nicht immer wieder zeigen, wie lange das schon ist. Wir haben jetzt zum Abschluss einfach ein schönes Lied, ein wunderbares Lied. Ja, soll ich das nur anspielen? Nö, spielt ruhig zu Ende. Ich finde das ganz, ganz toll. Wirklich. Geht 3 Minuten 50. Ja, Podcast, das sind ja glücklicherweise Menschen, die Lust haben, länger zuzuhören und die nicht einer Sekunde 20. Deshalb machen wir das ja, weil da halt einfach auch mal die Geduld eben da ist. Man schaltet ja den Podcast ein, nicht um ihn nach 2 Minuten. Also wenn man bis jetzt dran geblieben ist, wird man auch diese 3 Minuten, die wunderbar sind übrigens. Immer ein, der besser ist als du. Immer ein, der schlauer ist als du. Immer ein, der höher singt. Es gibt immer ein, der weiter springt. Es gibt immer ein, der besser ist als du. Es gibt immer ein, der besser ist als du. In der Schule warst du im Dichten ein wahres Ass. Auch die Mädchen hatten an dir Spaß. Dann kam Tom, die Sportskanone, und der sah auch noch gut aus. Und schon warst du bei den Mädels raus. In deinem Job hast du dich dann später angestrengt. Von 8 bis 5 noch eine Stunde dran gehängt.
Dein Chef sagte nicht schlecht, woanders bringen sie's mal weit. Doch unser Neuer braucht nur die Hälfte ihrer Zeit. Es gibt's immer einen, der besser ist als du. Immer einen, der schneller ist als du. Immer einen, der schöner ist. Es gibt immer einen, den man mehr vermisst. Es gibt immer einen, der besser ist als du. Mit Anfang 40 hattest du die Faxen dick. Nahmst einen Kredit auf, ging's auf Partys, immer schick. Doch dein Bruder, der alte Loser, schafft im Lotto den Hauptgewinn. Ab dann sprach man mit dir nur noch über ihn. Es gibt's immer einen, der besser ist als du. Immer einen, der reicher ist als du. Immer einen, der besser investiert. Auch immer einen, der das Glück abonniert. Es gibt immer einen, der besser ist als du. Irgendwann schaust du dir die Bilder deines Lebens an. Bist du dann verhärmt, gar ein unzufriedener Mann? Oder bist du glücklich und gelassen und kamst irgendwann zur Ruhe, als du merktest, es gibt keinen, der so ist wie du. Es gibt keinen, der genauso ist wie du. Keinen, der genauso lacht wie du. Keinen, der genauso singt. Es gibt keinen, der genauso klingt. Es gibt keinen, drum komm endlich zur Ruhe. Es gibt keinen, der genauso ist wie du. Es gibt keinen, der genauso ist wie ihr. Das war Homekneiping, der Thekentalk mit schöner kann man es, glaube ich, nicht beenden. Das war für euch. Es gibt keinen, der so ist wie ihr da draußen. Und ja, wenn nächstes Mal irgendwo Helmut Sanftenstein in der Nähe ist, der hat noch mehr so schöne Sachen zu bieten. Guckt euch das vielleicht mal an, hört euch das an. Seid nächste Woche wieder mit dabei. Das heißt Homekneiping, der Thekentalk. Und nächste Woche haben wir dann mit dabei Matze Knob.